So, wie unschwer zu erkennen, sind wir am Arturia-Stand angelangt und der Chris zeigt uns hier ein neues Produkt, was auf jeden Fall das Interesse von euch wecken sollte. Ich würde sagen, ich gebe dir einfach das Mikrofon und du erzählst mir ein bisschen was zu dem Arturia Keystep. Chris? Ja, servus. Vielen Dank, Nico. Ja, schauen wir uns das Ding mal an. Grundsätzlich muss man wissen, ein portables Tastengerät, die Neuerfindung des Tastencontrollers, so wie wir es gerne nennen. Denn wir haben jetzt hier 37 Slim Key-Tasten, die sich eigentlich wunderbar spielen lassen, bin ich sehr zufrieden mit. Und abgesehen davon, dass es portabel ist, haben wir noch ein paar extra Funktionen eingebaut. Nämlich einen Sequencer, den ich jetzt schon mal hier starte. Sowie einen Arpeggiator. Neben der MIDI-Connectivity haben wir auch noch Control Voltage und Gate eingebaut. Hier hinten, es lässt sich ein Sustain-Pedal anschließen. Wenn man keines hat, kann man auch diesen Hold-Button stattdessen benutzen. Wir haben Sync-Ein- und Ausgänge. Standard-MIDI-Buchsen, also keine Adapter nötig in diesem Falle. Wir können das Gerät von außen synchronisieren mit MIDI-Clock. Und sowohl im Sequencer als auch im Arpeggiator-Modus können wir natürlich Tempo einstellen, die Time Division, Viertel, Achtel, Sechzehntel, Triplets und so weiter und so fort. Und auch jeweils 8 Pattern einspeichern. Ganz interessant, wenn ich jetzt hier eine Sequenz am Laufen habe, könnte ich jetzt zunächst mal vielleicht den Swing ausschalten. Und man kann trotzdem noch, obwohl die Sequenz läuft, drüber weiterspielen. Octave Transpose Buttons sind da. Mit dem Modulation Ribbon hier kann ich den Filter auf und zu machen. Und Pitch Bend ist auch noch mit verbaut. Im Grunde genommen einfach ein wunderbar flexibler kleiner Tastencontroller mit sehr gut spielbarer Tastatur. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Checkt es aus, sehr bald in den Läden. Unverbindliche Preisempfehlung: 125 Euro, soweit ich weiß. Check out at Elevator. Vielen lieben Dank, Mirko. Ich danke dir, Chris. Ich finde es auf jeden Fall geil. Mir gefällt, dass man quasi mit sich selber spielen kann. Finde ich echt gut, auf jeden Fall. Hat man immer seinen zweiten Mann mit dabei. Ja, Chris, danke dir vielmals. Wir laufen weiter und wir sehen uns nächstes Jahr. Ja, alles klar. Ciao. Ciao.